Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alpine Stars. Hör ich da etwa den Harpe? Der kommt ja wie gerufen. Gott sei Dank hat er uns nicht erwischt, wie wir unten am Trecker waren. Ist ja schon mal nicht schlecht. Harpe, grüß dich. Moin, moin. Moin, moin, grüß dich. Hör mal, wir hatten uns da mal drüber unterhalten, ob du gegebenenfalls Schlepper abtreten wolltest. Da hast du aber gesagt, du wolltest dir was Neues kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich gar nicht so mitverfolgt. Hast du bei dieser 50% Rabattaktion irgendwas gekauft? Ja, ich habe mir einen Unidrach gekauft. Einen bitte was? Einer ist überflüssig. Unidrach, hier in der Halle steht er. Unidrach. Ist das Ding mit Elektro? Nee, das war ja Rigidrach. Ach, der, ach, ja, der Mini-LKW. Ja. Mhm. Ich habe gesagt, für mich am Steilhang, ich habe ihn ausprobiert, ey, einwandfrei. Für mich reicht der mit den kurzen Distanzen hier oben. Und da ersetzt er mir definitiv mal zwei Traktoren. Einer davon ist schon weg. Der war eben kleiner, war ein Fan. Aber da hinten steht noch der Case. Ja, der Case wäre halt auch relativ interessant. Würdest du den so wegtun, wie der hinten steht? Ja, wenn du es bist, ja. Was willst du denn dafür haben? Könnt ihr mal hingehen. Was ich ein bisschen meinen Charme spielen. Ich weiß, du bist zwar keine meine Frau, Charme aber... Bei der Kühe oder was? Ja, den kann ich auch gerne mal über den Rücken streicheln, aber ich glaube, die haben da keinen positiven Effekt drauf. Nee, wahrscheinlich nicht. Was will ich dafür haben? Müssen wir mal gucken, was er noch wert ist, ne? Also, was hast du denn überhaupt dafür? Sagen wir es mal so, ich habe halt ein relativ knappes Kontingent, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Da fängt's an. Na, die Frage ist halt, was du für eine Vorstellung hast für den kleinen Scheißer hier? Der wird mich halt zumindest schon mal so hin weiterbringen, dass ich dann zumindest einen eigenen Schlepper habe mit Frontlader. Sag mal, mit Frontlader, so wie der steht, ein Marktwert, sagen wir mal, von 40? 40 Euro? Ja. 1000. Für die alte Kiste. Da ist momentan im Marktwert drin, ja. Da kriege ich ja einen neuen für 40.000. Ich glaub's. Da ist ja auch noch nicht viel gelaufen. Dachte, du kommst jetzt so um die Ecke mit 20.000 oder so. Ich habe gesagt, ja, gar kein Problem. Aber 40, puh. Ja, 20 ist mir ein bisschen wenig. Wir sprechen ja erstmal von Geld. Was hältst du denn von 20 und wir reden dann noch von Naturalien, also aka Erntehelfer? Das ist komisch. Ja, nicht mein Körper, sondern Erntehelfer. Ja, könnte man machen. Komm, du bist ein guter Junge. Ich weiß, dass du dich aufbauen willst. Komm, mach mal so. Wie gesagt, ich habe vor mir noch einen Ballenanhänger zu kaufen und dann könnten wir dann irgendwie, du machst ja auch Ballen, dass wir da irgendwie zusammenfinden. Was hast du denn jetzt vor? So rein zufällig da Lust, dass wir mal eben runter zum Händler fahren, dann soll ich mal eben drüber gucken. Jedenfalls mal eben einen großen Ölwechsel machen. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt stand. Hast du gesagt, der ist auch nicht viel gelaufen. Soll er den mal eben durchgucken. Ich würde dich dann wieder hochfahren. Ja, kann man machen. Ja. Aber pass auf, ich habe hier, Gott sei Dank, habe ich hier ein kleines Bargeldbündel. Gut, dass du dich auf die 20 drauf eingelassen hast, weil mehr hätte ich eh nicht gehabt. Dachte ich mir. So. Zähl doch mal eben durch. Ja, sollte stimmen. Hier, bitteschön, schau mal durch. Oh, fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an vom Gewicht her. Fährst du mit dem Traktor runter? Dann komme ich mit dem Pickup hinterher und dann fahre ich dich nachher wieder hoch.
Können wir machen. Gut. Bis gleich. Jo. Huch, geh auf Seite. Geh auf Seite. Ich hab einen Traktor, ich hab einen Traktor, ich hab einen Traktor. 40.000 wollte der dafür haben, dass er so. Schön nicht fahren. Krieg ich ein neues Auto für. So, will ich hoffen, dass ich nicht in den Zaun fahre. Der Händler jetzt da nicht so unendlich viel Geld für haben will. Die Durchsicht. Im Idealfall hat der Händler sogar was Gebrauchtes da. War letztens schon bei dem am Hof da quasi so einen Ballenwagen gesehen. Gucken, ob das was ist oder was. Ach, gucken einfach mal in den Katalog. Vielleicht gibt es da was Schönes. Ein bisschen was Gespartes habe ich ja noch. Direkt was ich unterstellen kann in meiner neuen Heimat. Oh, der heutige Tag ist irgendwie zu schön, um wahr zu werden. Wahr zu sein. Werden ist er ja schon. Herrlich. Wollen wir mal hoffen, dass der Herr Ulrich auch da ist. Sehen, ob ich den Hans-Peter erreichen kann hier. Ich habe keine Ahnung, wie der Hans-Peter das gemacht hat, dass er jetzt vor uns ist. Aber er scheint eine gute Abkürzung zu kennen. Ups. Da ja schon Schwierigkeiten, so einen Berg hochzukommen. Ja. So, packen wir uns mal hier ab. Moin. Moin, Herr Hirschfeld. Lange nicht gesehen, doch wieder erkannt. Ja, auf jeden Fall. Herr Ulrich, einen wunderschönen. Einen wunderschönen Ebenzeichen. Ich hab da so ein Attentat auf Sie. Oh, Datenzimmer, Tutenzimmer. Also, ja. Und zwar habe ich dieses wunderschöne Gerät hier gerade eben erstanden. Okay, den TCH. Genau.
Den hat mir quasi der Harpe veräußert. Ach so, ihr habt das euch untereinander alles klar. Genau. Jetzt wäre die Sache, dass du den mal eben durchguckst. Ja. Mal eben alles abchecken. Ja, ja, mal eben durchchecken. Der hat nicht viel gelaufen, aber ne, der Harpe, der hat auch viel gestanden. Einfach nur mal durchgucken, dass alles super ist. So eine Sache, ne? Das ist so ein alter Traktor. Kannst du da nicht irgendwie die Vergaser einstellen, dass das Ding ein bisschen mehr rennt, weißt du? Ja, das trifft sich ganz gut. Ich bin doch jetzt Partner. Haben Sie das noch nie gehört, Herr Schmidt? Nee, was denn? Ach, ich bin doch jetzt Tuning-Partner offizieller. Oh. So richtig, da können Sie hier 5000 Watt Base-Maschinen rausmachen, oder was? Ja, mit Degra-Siegel und TÜV-Siegel und sowas alles. Ja, dann volles Fund. Ja, klar, alles, was geht. Ich darf doch jetzt Elektro-Tuning betreiben hier. Ja, also Chip-Tuning. Im Gegensatz zu Fendt fahre ich ja schon in 1056, ne? Muss man ja einfach mal sehen, ne? Das ist ja... Ja, ja, ja. Letztens in 1070 getuned. Okay, schick. Nee, guck mal, was du da noch rausholen kannst. Eine andere Sache wäre noch, ich weiß es nicht, hier wird für den irgendwie breit, kannst du mal gucken, ob es da noch breitere Pellen für gibt, gegebenenfalls mit Radgewichten oder irgendwie so. Wegen Frontladerarbeiten. Okay, muss da unbedingt Trelleburg sein, oder? Naja, ich bin da jetzt nicht so versiert, also von mir aus auch was anderes, aber kannst ja mal gucken, was du da drauf kriegst. Okay. Eine andere Sache, hast du noch rein zufällig irgendwo einen Katalog rumliegen? Ja, Moment, kommst du kurz mit? Ja, natürlich. Achso, wollen wir nicht gleich mal duzen? Ich bin der Heiko. Heiko, Falco. Jo, kurz mich. Grüße. Ja. Gut. So, pass auf. Ein bisschen Kopf einziehen hier, so, zack. Ja, ja, ich kenne das Problem. Naja. Manchmal ein bisschen so, vor allen Dingen nach Weihnachten, zu dick für die Türen. Ja, eben, und mein Vorbesitzer war nicht allzu groß. Mhm. Aber der hat sich irgendwie aus dem Staub, na, Sie wissen schon. Er sind die sogenannten Kleinunternehmer, ich verstehe das schon. Kleine war es in das Wort, du weißt, was ich rede, ne? Ja, ja. Gut, so, pass auf. Zack. So, hier hast du einen Katalog. Ja, danke dir. Gut. So, GW-Geräte. Genau, so, zack. Dann Ballentechnik müsste das bestimmt drunter sein. Okay. So, weil ich brauche einen Ballenwagen. Ein Ballenwagen. Mhm. Ja. Jetzt ist mir quasi ins Auge reingefallen. Das klingt total ungesund, ist es aber quasi. Das auch mal Auge. Dieser Öhler DDK. Öhler, das klingt da wieder gefährlich. Ja, ja, da ist auch am Öl kann es nicht gelegen haben, war keins drin. Da draußen steht doch ein schöner. Ja, das ist halt die Frage. Ne? So ein Öhler auf breite Pelle. Okay. Oder ob du mir das Ding hier draußen veräußerst. Also, wenn die Preisdifferenz jetzt nicht so markant ist, dann nehme ich natürlich den neuen. Warte kurz. So, was verstehst du unter das Ding? Ja, wenn wir hier aus dem Fenster rausschauen. Ach, meine alte Baba hier. Genau. Ja, die steht da schon eine ganze Weile. Also, ich nehme die so ab und an mal und dann. Pft. Weißt du? Das mit dem Pfft habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Die ist ab und zu mal für Pfft. Naja, so. Halt, wenn mal schnell mal was von Anna B. geschafft werden muss. Ja gut, da könntest du mich ja dann zur Not auch anrufen. Das ist halt die Frage, was du für das gute Stück haben möchtest. Für die Berta? Ja. Ja, gute Frage. Nächste Frage ist, ach du, ja, 2,5. Ja, dann würde ich sagen, tüten sie ein, hier, junger Freund. Nee, Heiko, machen wir so. Ach, soll ich die aber in Alufolie wickeln, oder wie? Nee, bitte nicht. Das muss ich alles wieder nur ein auspacken. Nee, den würde ich dazu nehmen. Guckst du auch mal eben noch durch, dass alles fit ist und so weiter und so fort. Die Schmiernippel alle geschmiert sind und alle ganz schön nippelig sind. Und der Luftfilter wieder lüftet. Und der Luftfilter wieder lüftet, genau. Genau. Dass ich quasi ein Komplettpaket habe, schon mal was lübt. Aber sowas. Wunderbar. Brauchst du eine Vorabzahlung oder machen wir alles nachher? Ja, ich mache alles fertig, ich tippe das dann durch. Ja, ansonsten rufst du zwischendurch an und überweise ich dir was. Ne? Also. Das macht er. Dann machen wir einen Paketpreis und da kommen wir schon irgendwo zueinander. Wunderbar. Ja. Gut, Heiko, dann bringe ich mal den Harpe wieder nach Hause. Nee, brauchst du nicht, weil Heiko wollte eh gerade zu mir fahren. Achso. Genau. Ich wollte eh gerade hochbringen, sein Mähwerk und den Schwader hochbringen. Das ist praktisch. Aber wo gerade so nett beieinander sind, meine lieben Freunde, ne? Das war's schon wieder mit der Folge. Aber hier im kleinen Kreise
können wir natürlich allen Zuschauern einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel, viel Glück wünschen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Jahr, würde ich sagen. Ne? Haut das in die Kommentare. Schaut natürlich auch bei Markus. Der Markus hat momentan Aufnahmeschwierigkeiten, aber trotzdem bei Markus Holzer vorbeischauen, beim Pip vorbeischauen, dem brummeligen Brummer. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Schreibt das in die Kommentare. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Was habt ihr beide noch zu sagen, meine Freunde? Jo, rutscht kommt alle gut. Nicht im Chor. Heiko, bitte. Jo, kommt alle gut rüber ins neue Jahr. Bleibt gesund und munter. Und wie sagt mein Praktikant immer, immer schön negativ bleiben. Und Harpe? Da brauche ich nicht viel sagen. Guten Rutsch, kommt gut rüber. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Genau, bleibt gesund, guten Rutsch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Alles Gute, ciao.